Einen wunderschönen guten Abend da draußen, meine Lieben. Hab ich doch schon wieder nicht auf den Timer geguckt. Mann, ich war ja noch an den Soundsettings gerade. Wollte gerade noch die Musik leise machen, damit wir erstmal unsere Musik genießen können. Wie geht's euch da draußen? Hallöchen! Erzählt mal ein bisschen, wie habt ihr die Woche jetzt schon überstanden? Wir haben Bergfest! Yay! So, wir machen es wie immer. Ich zünd mir erstmal Ruhe einer an. Während ich die rauche, begrüße ich euch der Reihe nach und die anderen sind auch schon da. Das heißt, direkt nach der Zigarette geht's los. Also, macht mir das mit dem Rauchen nicht nach, das ist sowieso ungesund und teuer und ich habe einen extra E-Mod dafür. So, für mich muss ich aber mal die Musik ein bisschen leiser machen hier, sonst brülle ich so. So. Danke, Leute. So, wir fangen wieder ganz oben an. Die ist Dunilein und die Mira und der Gaffer. Und auch Sombrero Ultra. Hallöchen, ihr Lieben. Die ersten drei genannten habe ich gerade schon im Discord gehabt. Ist noch jemand dazugekommen mittlerweile? Nee, okay. So, dann haben wir noch, ich glaube, irgendwo im Hintergrund einen Michi sitzen. Grüß auch dich, mein Lieber. Und ein Gori. Da kommt ein Gori aus dem hohen Gras geschossen und wirkt Silberschwanz. Grüß dich, mein Lieber. Castlevania, hallöchen, dir auch. Erster, kein Mod ist. Also erster, der kein Mod ist. Ja, genau, sonst sind immer zuerst die Mod-Stars. zur Erklärung auch, wir sitzen meistens schon eine halbe Stunde vor Stream im Discord und quatschen miteinander. Daher kommt das auch. Was ein Zufall, einzigartig in Fenris-Stream heute. Auslands aus dem Forest Sachen gibt's. Ja, kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen. Rein zufälligerweise streamen wir auch zusammen. Ja. Sombrero Ultra, hallöchen. Achso, dich hatte ich schon. Entschuldigung. Dann halt nicht hallöchen. Gott in der peinlichen Todesarten. Hallöchen, meine Liebe. Servus. Was geht bei dir heute Schönes ab? Was spielst du? Oder bist du heute mal gewillt zuzugucken? Also permanent, ohne nebenbei zu zocken. Schwiegermams Liebling, hallöchen, mein Lieber. Na, alles fit? Bombeer! Uhu! Matthias, grüß auch dich mal lieber. Und Tamerlein, bin gespannt auf einen chaotischen Abend. Das bin ich auch. Und herzlichen Dank für deine erste Nachricht heute hier. Und dass du uns vorhin noch auf dem Discord gefolgt bist. So, habe ich einmal alle durch? Ja. Wir werden nie erfahren, ob es in dem Game eine Story gibt bei den Niederchaoten. Könnte durchaus passieren, tatsächlich. Wir hatten gerade schon wunderbare Gespräche im Discord bezüglich der Tatsache einfach. Die Kombination aus Kai und Fenrir ist ja, also was Wortgefechte angeht, ein Träumchen. Da brauche ich nichts mehr zu machen für die Unterhaltung. Das machen die zwei schon von der Salene. Benjamin, grüß dich. Kafka, hi. Ach, da mal, nein, den vergisst man schon gerne mal. Bestenfalls einfach angewöhnen, vor jeder ersten Nachricht einfach ein Hi und Komma schreiben und dann schreib deinen Kram. Da kannst du dich wenigstens darauf berufen, hab doch Hallo gesagt. Die drei Chaoten sind die Story. Ja stimmt, wir sind eigentlich selbst die Story. Ja, also wir wollen versuchen, triffst dich mal Hi. Ja, okay, gut, dann hast du schon mal ein Konto gut geschrieben, ja. Müsste ich noch einen Counter einbauen für deine Highs. Wir wollen versuchen, liebe Leute, nicht durchzuwaschen. Das war zumindest bis jetzt der Plan. Wir haben auch schon so ein bisschen besondere Bauideen besprochen, ob die denn technisch machbar sind. Sowohl der Kai als auch der Fenrir als auch ich und auch der Axaran haben schon mal ein ganz kleines bisschen noch privat rumprobiert, ohne großartig weiter zu looten oder Story aufzudecken und so weiter und so fort. Ich sollte liebe Grüße von die Angelique ausrichten. Dann ganz liebe Grüße zurück. Weil wir uns natürlich auch wieder ein bisschen kreativ austoben wollen, wie es bei Walheim zum Beispiel der Fall ist. Ne? Und da wir ja den Baumeister überhaupt die aus der Ideenschmiede dabei haben, sollte das sowieso dann auch hübsch werden. Hübsch. Fenrir und ich sind ja auch nicht unbedingt unbegabt, was das angeht. Und der Axe hat ja auch ein bisschen was auf dem Kasten. Also wir wollen auch schön bauen nach Möglichkeit. Aber nicht nur schön, sondern auch praktisch. Also auch verteidigungsmäßig. Ne? Müssen wir mal schauen, wie wir da vorankommen. Müssen wir mal schauen, wie wir das mit dem Essen hinbekommen und so weiter und so fort, dass wir uns auch wirklich eine Location suchen, wo wir auch gut Essen ranbekommen. Ich denke, heute alleine schon im Stream geht es darum, wo bauen wir? Und wie oft muss wer wiederbelebt werden? Ich mache jetzt keinen Todescounter diesmal. Das ist dann vor allem in Situationen, wo wir einen Angriff bekommen, wenn wir dann wieder uns gegenseitig beleben müssen und so, immer ein bisschen blöd, wenn ich dann noch nebenbei raustappen muss und so. Kafka hat eine Mathearbeit schreiben lassen. Der Schnitt liegt bei 4 bis 5. Entweder warst du dann ein scheiß Lehrer
Oder deine Kids haben nicht aufgepasst. Endlich zu Hause von der Arbeit so und euch viel Spaß beim Suchten. Danke dir auch, Benjamin. Liegt immer am Lehrer, genau. Sowohl als auch. Ah, okay. So, ich sehe gerade, die anderen zwei sind schon entmutet. Dann muss ich hier ein bisschen Gas geben. Bin da, Robin noch nicht. Doch, bin Eieiei. ich! Ja, doch, jetzt ist er da. Ich starte mal das Spiel. So, machen wir wieder Musik vom Spiel. So, ich horste mal eins. Du Horst. Neues Spiel. Was machen wir denn? Siehst du? Individuell, schwer, friedlich, normal? Ich guck mal, wir können direkt über Spiel bei nur Freunde. Ah, schön. Ich wäre für normal. Normal, ne? Ja. Ja. Also friedlich wäre ja einschlafend, ja. Genau. Normal! So, Spieler 2 bis 8. Normal, Alter. Nimmer 4. Vier. Nur Freunde an. Jetzt bin ich mal gespannt, So, ob wie das dann findest du das? irgendwie mit Passwort ist oder nicht. Das weiß ich auch nicht. Ja, wie geht denn das jetzt? Beitreten, ne? Nur Genau, mal Freunde oder was? beitreten und dann machst du auf nur Freunde an. Modus normal. Lookbook. Ja. So, das habe ich erstellt jetzt. Man kann ja einen Und Fe jetzt? Feuercounter machen, mal sehen, wie oft Fenrir brennt. Ich gehe noch mal raus rein. So, also irgendwie findet er dich nicht. Ach so, ich muss ja auch Freunde einladen. Ups, Moment. Oh. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. So. Axaran einladen, Fenrir einladen. Reisegruppe hässlich, hallo? Hasko nehmen wir noch dazu. Ach nee, Robin, da Ah, ist er. da! Ich fühle mich ein bisschen verfolgt. Ja. Oh! Joel, like Halloween, Hallöchen! Herzlichen Dank für dein Follow. Mach's dir bequem, schnapp den Stuhl, schnapp den Bier. Wenn du beides nicht finden solltest, geh bitte auf jeden Fall Bier holen. Alter, was geht dann ab hier? Was Was geht los? denn ab? Ja, hab ich, kann ja, jetzt spinnt hier auch bei mir irgendwie alles. Es zeigt schon wieder 80.000 Kbits an. Emil, grüß Auf dem dich. Parkplatz wird Käsetoast Hallöchen. verteilt. Yippie! Matthias, du verrückter Hund! Danke für dein geschenktes. Nicht Follow, geschenktes Abo an die Göttin der peinlichen Todesarten. Danke dir. Die Umgebung von The Forest ist übrigens von Fenris zu Hause inspiriert, nur kann man bei ihm nicht friedlich spielen. Made by Ein Gori. Bäckchen bin ich noch daheim. Was ist denn darauf? Wartet, dass der Host das Spiel startet, Alter. Was ist Ja, da mein los, Gott, Kai? mein Gott, mein Gott, jetzt, also bitte, ja, bitte. Bitte Der bisschen Palias Geduld. jetzt hier. Wieder Geduld, du musstest doch mit uns auch keine haben. Oh, ey, jetzt bin ich leider Ach, Spiel der schon Käse Wellner hat gestartet. Werbung für mich gemacht. Dankeschön. Gerade wieder rausschmeißen. Das ist die Castlevania. Der Castlevania hat Werbung gemacht. Dadurch Wieso ist. ist gerade Ah, die es geht los, Flasche es geht los! Bin bereit, bin Ja, bereit, bin bereit, bin bereit, bin bereit, bin bereit, bin bereit! Mann! Auf die Fresse! Auf mir die fehlt Fresse! leider der Ton. Mir fehlt leider der Ton, weil ich den gerade ausgemacht habe im Vorfeld. Oh. Ja. So, Also, aber also muss ich ist das das Thema. jemand angucken? Nee, gell? Also, du hörst uns, aber deine Zuschauer hören uns nicht, oder was? Doch, 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 nein, den Spielesound. Der ist Achso. gerade aus. Ja. Hocke dich in die Büsche, um kacken zu gehen. Nein, um dich vor Feinden zu verbergen. Okay, irgendwie lädt es nicht weiter. Mayday, Doch Mayday. jetzt, Hier, Heli, Leute. Wollen wir es überspringen oder wollen wir es zeigen? Also, ich hab's übersprungen, weil ich jetzt eigentlich nur in die Einstellung schnell gehen will, um den Spielsound wieder anzumachen. Wenn ich Wenn du reintappe, jetzt hier in die bin ich wieder Einöde da, bin ich immer reingehst, noch. Ali Ben hat. Oh Ja, du mein. bist da. Okay, ich bin im Stream da. Hört ihr mich jetzt auch im Discord? Ja. Ja. Ich seh nicht, dass ihr mich hört. Ich sehe aber auch nicht, euch nicht, dass ihr redet. Okay, das macht nichts. Aber Das ist deswegen immer hört man außer, sich ja, damit außer wir man können sich nicht endlich sehen muss. spielen. Wir können endlich spielen. Yay! Ich habe Yay! nichts umgestellt. Das ist der Fun Fact. Wer baut denn hier schon so Meine, dafür fleißig? kriegst du erstmal ein Holz. Wieso bist du eigentlich alt und trägst eine Brille? Wir sind schon hier oben, ne? Auf der, im Basecamp. Jetzt kriege ich das komplette Tutorial nochmal, okay. Ach, der Tamerlein, das ist hier dein Ja. Spielkamerad oder was? Genau. Ah, Mein der ist das. Ach so. Ach so. Ah.
Dann vielen lieben Dank für die Werbung, Axa. Danke. Danke, danke. Ist auch ein bisschen eigensinnig, die Werbung von ihm. Ich weiß ja schon, worum es geht. Kammerlein ist in Ordnung. Die Alten und Schwachen haben wir schon zurückgelassen. Da ist der Alte und Schwache. Wo? Dem habe ich jetzt den Fuß gehackt, Alter. Ja. Was ist da mit Robin? Was ist los, Robin? Was? Alter, wie sieht's denn aus? Alter Mann. Aussehen? Alter. Bin ich ein alter Mann bei euch, ja? Ja, guck mal im Stream bei mir. Ja, wenn das so ist, das ist halt ganz normal. Ne? Ich weiß ja nicht, was ich mit Probleme habe. Habt ihr mal ein Problem mit alten Männern oder was? Oh, es gibt kein PvP? Okay. Doch, ich hab ihn geblockt. Okay. Was, den siehst du nicht? Was am Arsch gibt's von Benjamin? Auf dich. Den siehst du nicht, Wutknubbel? Kann ich mich selbst sehen? Gibt's das Snap Plus noch irgendwo? Das gleiche, ne? Wir haben das gleiche Aussehen heute. Was, wir beide? Ja. Du bist farbig. Ja, du auch. Ich bin auch maximal pigmentiert, oder? Nein, nee, du bist maximal gebleicht. Du bist maximal bescheuert. Das kann gar nicht sein. So, wenn ich jetzt hier mit dem blöden Kevin hier reingehe, dann bleibt er weg, ne? Oder ich bringe ihn gleich um. Nee, das war bei mir ein Irrtum. Er geht einfach nur nicht rein, er versucht einen Umweg zu nehmen. Ach so, gut. Er kann auch nicht über Wasser laufen. Kevin doof. Kann ihm jemand über die Straße helfen, Robin, Alter? So, jetzt nehmt ihr euch alle an die Hand und dann gehen wir rein. Oh, nice. Jeder hat eigenen Loot pro Kiste. Sehr schön. Sehr schön, ja. Apropos Loot, ich müsste noch mal unten beim Hubschrauber den Loot holen, weil ich brauchte ja ein bisschen länger heute. Alter. Ja. Ihr wisst ja, der alte Mann und so, der braucht ein bisschen länger. Du bist ein alter Mann, gar kein Problem. So, ich würde vorschlagen, ich übernehme erstmal, dann laufen wir mal los. Ah, speichern ist diesmal ohne Slot-Auswahl. Sehr schön. Also denkt doch dann wieder Inventar zu speichern. Ja, einmal speichern. Ja, ich renne nur noch mal kurz runter zum Heli. Ja. Soll ich da mal vorlaufen? Ich würde gleich erstmal die Cookie holen wollen. Dann darf ich bitte erstmal kurz noch den Loot holen. Wenn ihr jetzt vorlauft, finde ich euch doch nicht mehr. Na, wir bleiben doch bei dir. Die Cookie, Kai. Eine Machete. Ach, unten am Strand, oder was? Ja. Ja. Cookie, bin ich auch dafür, dann wäre auch so. Taschenlampe können wir noch holen und die fortschrittliche Axt. Ja. Ja, liebe Zuschauer, wie ihr merkt, die anderen sind schon ein bisschen weiter gekommen als ich. Kai, was liegt näher jetzt? Erst das Cookie oder erst deine Sachen? Nee, tatsächlich ist, glaube ich, sag schon, die Taschenlampe und Taschenlampe. Ja. Gut, ja, dann machen wir, dann gehst weil du bei vor. Bei den anderen ist mehr runter zum Strand, ne? Ja, ich weiß nämlich nicht, wo die Sachen sind, da habe ich mich noch nicht gespoilert. Nichts gespoilert. Nif? Hast du Nif? Hab gestolpert über das Fenster sein. Okay, also wir haben Kevin und Fenrir. Kevin, los, komm. Habt euch alle durchgeheilt einmal? Ja. Gut. Ja, natürlich. Kein Stück. sagt er und springt da runter. Schön. Genau. Ich habe übrigens mal privat ausgetestet, ab wann denn Fallschaden eintritt. Erster Versuch geglückt. Sehr gut. Wartet auf den alten Mann mit Gehstock. Ist alles etwas schwieriger im Schnee. Schnauze! Papa, wie ist hier unten Volk hier? Wir holen dir ein Schild mit dem Panzer, Robin. Da kannst du hier runterrutschen. Mal wieder einfach klippt, wenn er da so reinplärt. Ne? Das ist echt geil. Ja. Ja, aber ein Tipp noch für euch, wenn wir hier durch den Schnee laufen, ne? Nicht den gelben essen. Mmh, lecker. Wo ist der Sack? Wo ist der Sack? Ich will es endlich ausprobieren. Wo ist der Sack? Was ist denn Sack jetzt schon wieder? Schon gut. Hat sich erledigt. Ich glaube, er hat es nicht mal gemerkt. Irgendwie hatte ich Bluttropfen gerade in meinem Gesicht. Ich weiß nicht, wo die herkam. Das ist keine so gute Idee. Kein Was denn? Ja, eben da Wasserfall und so. Na, denkt man rechts vom Fluss oder links vom Fluss? Ich weiß nicht mal ganz genau, ob es derjenige welche war. Hier, da ist noch ein Lager, ne? Ja, ja. Das, genau, warte mal. Ich muss gerade nochmal auf die Map gucken. Wo war denn das? Ich finde das so gut, dass wir uns auf der Map sehen können. Marco. Ja. Wo war das? War das hier? Nee, hier war das nicht. Das war der nimmt sogar die Anfangsbuchstaben von uns als Kennzeichnung. Nice! Tut mir leid, dass ich mich da so insofern nicht gespoilert habe, du Sack da!
Er rennt eigentlich da vorne rechts lang. Achte, Kevin. Der Alpha-Kevin. Naja, der kommt wieder nicht übers Wasser. Den Idioten, den habe ich einfach laufen. Das ist Jugend heutzutage! Nicht können sie mehr! Nicht können sie mehr! Deren Alter will ich barfuß durch so einen Fluss hier laufen! Genau! Heutzutage brauchen Kilometer durch den Schnee mit dem Bollerwagen! Zur Schule! Die Steuern sind ein bisschen niedrig. Und dann haben wir Eier hängen heute gar nicht mehr! Corrie Schule kennt ihr ja gar nicht mehr! X100. Cory, danke für weitere 100 Gulden, mein Lieber. Alter. Gelber Schnee war doch Zitronenschnee, oder? Ja, Fanta-Schnee. Warte mal kurz auf Axa. Oder ja, hey, guck mal, Kevin hat den Weg gefunden. Der ist halt, der ist hier, ist auch schlauer, glaube ich. Ah, cool, so können wir uns Sachen zuschieben, okay. Ja, ja, genau, mit G. Nee, mit E. E gedrückt halten und mit G. Ja, E. Ja, genau so, ja. Was? Wo? Natürlich, Cory, wir suchen Rewe. Was denkst du denn? Diese pinken Ausrufezeichen, waren das nicht die, wo die Teile hinterlegt sind? Da musst du entweder graben oder. Ja. Scheiße, ich finde es nicht mehr. Warte mal, wie wär's denn, wenn wir uns. Frage. Also, ihr wollt jetzt schon sofort Ausrüstung holen. Wollen wir uns nicht erstmal Platz suchen, wo wir essen und einen Bauplatz finden? Weil Survival? Überleben? Ja, wir überleben doch. Okay. Zweitrangig. Erstmal brauchen wir Loot. Loot! Erstmal eine gescheite Axt, das ist wichtig. Alles klar, Emil. Aber vielen lieben Dank nochmal für deine 11 brutalen Gifted Subs an die Community, ne? Und hab noch einen schönen Abend. Hau rein. Kommt rein, schenkt dir was und geht ins Bett. Was ist denn das für eine? Nein, er will sich nicht spoilern. Ach so. Dann soll er bei mir gucken. Aber brutal gegiftet? Also so richtig ins Auge reingepresst, die Subs, oder wie? Ja, so richtig. Der hat mir so richtig eine reingebrettert. Mit Anlaufen ohne Gleitgel. Ja, da sind mir die Okolyten weggeflogen, weißt du? Weil so ein richtiges Pfund Hack. Mega. Oh, Bärskis. Lachsbären. Lachsbären. Aber sag mal, habt ihr das auch, dass die Bären so gut wie nichts bringen? Oh, oh, kein Kontakt. Ja, was kennst du mir vor, Lene? Naja, ich dachte, ihr seid hinter mir. Hallo, alter Mann an Bord. Wir müssen mal auf den Krückstockläufer hier warten. Wo denn? Wieder diese Krabbelärsche, oder was? Nee, schon ein großer. Alle schon halb verwest. Ach, da vorne ist auch ein Lager. Warte, hier rechts hoch geht's zu meiner Base aus meinem Solo-Play. Ich kenn mich hier aus. Folgt mir. Vielen lieben Dank für deinen Resub und vielen lieben Dank für 100 Bits. Alter, dankeschön. Jo. Alter, was ist denn hier los? Jo, da ist was los. Ist Mutantenhaut da oder nicht? Nee, ohne Mutantenhaut, schade. Und nu? Okay, ich hab mich grandios verlaufen. Ah, lol. Warte, Moment mal, kann man sich wirklich verstecken? Weil Kelvin hat sich gerade hingehockt. Ja, natürlich. Ja, man kann Steuerung runter. Ja, aber ist man da wirklich versteckt oder greifen sie einen trotzdem an, ist die Frage. Du kannst dich in Büschen verstecken, ja. Und wenn du Blätterrüstung anhast, ist das sogar noch effektiver. Okay. So, Jutsch, da kommt einer von links. Hinter dir. Das ist der Große sogar, ist der Häuptling. Wo denn? Hinter uns im Baum ist auch einer. Komm runter, du Lackaffe! Sonst fällt dir die Bude! Vielen lieben Dank für 100 Barperlen! Dankeschön! Was? Wo? Wo ist er denn hin? Ach, da! Da! Denk dran, PvP, ne? Ja. Also nicht wild drauf los, Mann. Wieder wie Walheim früher. Oh je, ja, genau. Wie Walheim, ganz schlecht. Axa, was ist mit dir? Der holt schon Proviant für unterwegs. Mein Arm. Heb den Arm zurück. So. So. Ach, das ist ein Arzt, der hier rumrollt. Ich nehme mal den Schinken mit. Sag mal, Kai, weißt du jetzt nicht mehr, wo es lang geht, ja? Nein, ich hab's vergessen. Na wunderbar. Jo, passt ja. Ja. Doch, ich glaube, hier drüben war es doch. Hier drüben müssen wir hin. Pass auf, rechts von dir. Wo? Na, der Typ da, der da durch den Busch läuft und so. Und dich jetzt gesehen hat. Er kommt. Und der zweite hoch. Oh oh.
Ja, komm, hauen wir ihn aufs Maul, Alter. LOL, ein Schlagkopf ab. Nice. Schlag ihn den Kopf ab, ich brauche neuen Aschenbecher. Was ist denn? Aua! Ja. Weggerollt hat sie sich. Aua! Ja, oh, Junge! Schmerz. Ins Gesicht, Junge! Warte mal, was ist denn hier los? Lass mal hier reingucken. Aha. Wenn dann noch was zappelt, dann könnt das danach häuten. Also, ich meine vorne an den Totems. Ach so. Ich hatte nämlich in meinem Solo-Run hatte ich einen Mutantenhaut dran. Obwohl, was ist denn das hier? Fleisch. Aber warum kann man das nicht nehmen? Hier haben wir noch Knochen, weil es Menschenfleisch ist. Ach so, oder Mutantenfleisch. Okay. Doof. Hier sind Kisten. Bei dem einen Totem hier vorne, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, mittlerweile bei dem Teil, seht ihr jeder für sich ein Totem? Oder wenn ich ihn umholze, dass Achtung, ihr alle Achtung, seht? Achtung, Achtung, hinter uns, hinter uns. Ja. Drei. Knochen-Otto. Wow, Alter! Scheiße. Renn mir nicht in die Axt! Danke. Oh, warte. Ah! Rennt mir der nächste. Moment mal. Warum ist er despawned? Man konnte ihn doch wiederbeleben. Ja, weil ich gerade respawn gedrückt habe. Ah, hättest du kurz gewartet? Ich wollte gerade wiederbeleben. Wusste ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Jetzt ihr weiß ich. Ihr müsst aufpassen, ne? Wenn die einem der liegt einen Hit geben, bist du out down. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich bin. Nach hier bin ich. Scheiße, ich bin im Lager direkt hier. Oh, Alter. Ach, da, bei dem letzten Safe-Game dann, ne? Nee. Eben im Lager von denen. Ja, genau. Aber wo ist das? Ach, wir sehen hier auf der Karte. Ah! Du wirst eigentlich gleich sehen. Ja, aber ganz schön Stück. Ja, auch so Stücke. Wo ist mein Zeug? Das müsste da irgendwo rumliegen. Was macht er denn da mit seinem Kumpel? Mit seinem Kumpel? Kumpel. Eine Mischung aus Kumpel und Kompagnon. Ey, Kumpel, was ist los mit dir? Also einer von denen sieht uns die ganze Zeit, aber traut sich irgendwie nicht her, habe ich das Gefühl. Also ich komme zu euch gerannt, ne? Okay, hast du denn Stuff? Hast du dein Zeug mitgenommen? Ich habe mein Zeug mitgenommen. Super. Ja, also ich sehe zwar eure Punkte, wo ich hinlaufen muss, aber keine Ahnung, wie weit das gerade ist. Das Problem ist, es wird dunkel und wir sind in deren Lager. Ist ja schon mal ein Spitzeneinstieg, den ihr hier abliefert. Mann, oh Mann. Ja, was rennt wenigstens haben wir endlich wieder Ton allesamt, ja? Ich schlag zu und er rennt voll rein, weißt du? Scheiße, ey. Ach, dafür brauch ich das Messer. Alter, Kelvin, du gehst mir schon wieder echt so hart auf die Nüsse. Toll. Ich wollte eigentlich einen Speer machen. Was ist es geworden? Ein Bogen. Ich sehe Kai kommen. Oh, hier unten ist ein schöner Bauplatz am See. Ja, aber ist auch sehr stark besucht. Ja, na klar, ist ja auch der See, ne? Ja. Wenn ich diesen See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Aber leider sind auch keine Fische drin. Ich bin da schon mal tauchen gegangen, habe keine Fische gefunden. Naja, das wird der Grund gewesen sein, dass keine Fische mehr drin waren, als du da reingestiegen bist. Gehst du hin, lässt Kelvin Fische holen und er holt die da raus. Das kann er echt gut, ne? Ja, Fische holen kann der, auch wenn gar keine da sind. Das kriegt er hin. Okay. Also dann durch die Fischreuse oder wie? Nein, einfach so. Der fängt die mit der bloßen Hand aus dem Fluss. Tja. Also ich habe immer wieder seine Menüs durchgeguckt. Bei mir stand gar nicht da, dass er fischen gehen soll. Das muss aber schon, dass man durchblättern kann. Ja. Ach so, er muss in der Nähe sein, okay. Was macht er dann hier, Alter? Wegmachen, ne? Den großen wegmachen da vorne. Den großen gleich schon? Hat der sich überschlagen, Junge? Alter, hast du das gesehen? Der Große kommt jetzt, der ist getriggert. Was, wo? Der ist gerade gerannt. Ach, guck mal, da, hier ist er, der Dicke. Ich bleib jetzt mal, ich nehm halt mal Sicherheitsabstand zu Fenrir. Ich mach mal, ja genau. Das gibt irgendwie jedes Mal Kopfschmerzen. Fenrir, was? Er macht's wirklich. Killenbeißer, Killenbeißer! Alter, was ist denn mit ihm? Er ist auch so riesig, ne? Ja, und er ist schön langsam. Aua, sagte ich, bekomme einen ab. Zwei Schläge und du bist down, ne? Ja, ein Schlag und ich bin down. Okay. Bin schon wieder tot. Zieh den mal. Ah, ich auch, scheiße. Belebt uns wieder, schnell. Zieh ihn mal weg, finde ich. Hol die. Ja, Axtar, mach mal. Zuerst den, okay.
Der, wo zuerst kommt. Ui! Erwischt. Ja, warte mal. Am Blatt. Wo ist er denn? Da liegt er. Ja, dir auch einen schönen Abend und viel Spaß. Und natürlich wollen wir dich nicht spoilern. So, du weißt schon, was der sagt. Axa, wie? Ach, du liegst schon. Bist du schon der Wach? Achso, ja, Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Axa hat klare Aggressionsprobleme. Wir haben das schon öfter. Nein. Wie? Du Pisser! Das geht wirklich, wenn du es bringst, Axa. Ja, klar. Was denn? Was? Kann man den zu Buß machen? Hey, du kannst ihn zerschneiden. Nee, weil du einfach so lange springen, bis er Sülze ist. Guck mal. Ja, hier. Ach, Virginia, ja, hi. Denn? Wo denn? Da, Virginia war gerade da. Ja, nicht, ey, nicht hingehen, Axa. Nicht hauen. Ich hab eine Reparaturhammer gebaut. Hä? Achso, da fällt mir gerade ein, ich bräuchte noch Medizin. Also auf meinem privaten Spielstand macht Virginia schon echt tolle Sachen. Jungs, lasst mal bitte jetzt irgendwo hingehen, wo wir wenigstens Fleisch ranbekommen zum Heilen. Oh, Ledertasche. Ledertasche. Ja. Was ist denn? Ich hab doch Fleisch. Mach doch mal einer Feuer. Hier ist ein Fleisch hab ich. Wow. Ja, reicht für dich dann. Naja, nee, toll. Ich würd's abgeben. Da habe ich eine Ledertasche und da ist keine Medizin drin. Mach mal Feuer. Ich hätte auch zwei Konserven. Ach stimmt, ja, die haben wir ja auch noch. Die bringen ja auch ein bisschen Energie zurück. Ey, was ist denn mit der Ledertasche hier? Ja, jeder kriegt eine. Oh, okay. Was ist da drin? Jut, Katzenfutter. Grüß dich, Hallöchen. Also Katzenfutter bringt schon mal keine Heilung. So, was haben wir denn am Start? Oh, wow. Ich hab hier... Hier ist noch eine Ledertasche bei mir. Geworfen. So, warte mal. Ich glaube, das ist. Nein, das ist doch roh. Och. Ach, geil. Wer hat denn den scheiß Fisch da reingelegt, Mann, wenn ich gerade das Fleisch da reinlegen will? Oh, da ist jetzt Fleisch drin von mir. Müsst dann nur ein bisschen warten. Ja. Barbecue-Zeit! Nom, 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 nom. Alter. Und den Schädel bitte so lange drin lassen, bis er Knochenschädel ist. Na Robin, tröste dich, ich habe heute auch ein paar FPS-Probleme. Echt? Bei mir geht's heute. Ja. nur den Ton hapert's ab und zu mal. Warte mal, hier kam gerade irgendeine Meldung über Discord rein. Ich bin irgendwie gar nicht im Herzlich Willkommen-Raum. Ihr esst wirklich das Menschenzeugs. Ja. Mhm. Es bringt keine Heilung, aber es macht satt. Es gibt Haare auf der Brust. Oh Mann. Und es macht psychisch einen Down, ja. Das funktioniert hier nämlich auch. Ihr habt ja schon irgendwo gefunden, wo das dann steht bezüglich Psyche? Die Werte? Nein. Ah, okay. Nö. Siehst halt unten, wenn du. Robin. Ja. Wenn du unten dein. Du hast ja da den Muskelarm, den Kraft, ne? Ja. Und wenn du Bäume fällst oder so, steigt der ja kontinuierlich und irgendwann ist der dann, also steht dann da eine Zahl, wenn der die Höchstzahl erreicht hat, also die höchste Stelle, steht dann da zum Beispiel 2, dann hast du Stärkestufe 2 erreicht, bedeutet auch, dass deine HP ein bisschen hochgehen und deine Ausdauer. Wer von euch ist gerade der Meinung, dass er eine... Wieder von vorne Moment, an. Kai, willst du gerade wirklich im feindlichen Lager ein Lager aufschlagen? Ja, zumindest um die Nacht zu skippen, oder? Ja. Ist eine Idee. Sagt der heute ist Donnerstag. Oh, alles. Schön. 2 von 4 Leute schlafen. Was ist dann jetzt los, Alter? Jetzt eskaliert bei mir das Internet. Es regnet. 3 von 4 und jemand ist hart noch nicht schlafen gedrückt. Überstern, beim ersten Tag sind wir. Die erste Nacht ist das. Einzigartig, kannst du bitte mal Y gedrückt halten? Hab ich doch gerade schon gemacht, verdammt. Hä? Jetzt, wir sind alle wieder rausgeflogen. Alle nochmal. So, jetzt. Oh, jetzt. Oh, Alter. Oh. Okay, hast du jetzt im Kopf, wo es die Taschenlampe gibt? Ich finde den Platz einfach nicht mehr auf der Karte. Durst. Ah ja, scheiße. Jetzt haben wir Hunger und Durst, Alter. Kackendreck, ey.